Niki Thuli vor Danny Merz. Auf der vierten Position im Moment mal. Philipp von Gunten auf Position 5. Naja, da wird es wohl nichts werden mit Position 2 bzw. 3 in der Gesamtwertung. Also da müsste er doch noch etwas weiter nach vorne, denn alle, die in der Gesamtwertung ganz, ganz vorne unterwegs waren oder sind in diesem Jahr mit der Maya 6 Dunlop Cup, die sind jetzt hier auch auf den ersten Plätzen unterwegs. Also mal drauf geschaut, Niki Thuli ist mit dabei, Marco Nekwasil dabei, Marc Buchner, Philipp von Gunten, Manu Antweiler und Toni Riedel. Also die ersten sechs der Gesamtwertung sind hier auch auf den ersten sechs Plätzen in diesem Rennen im Moment mal unterwegs. Und das ist also so ein kleines Spiegelbild der Saison in diesem Cup. Andreas Klambauer, den haben wir hier nochmal im Bild, der da also in der nächsten Gruppe mit dabei ist, die da ja angeführt wird von Julian Puffer. Und wir haben hier also auch noch Robert Neubert mit dabei. Am Ende dieser Gruppe hat man gesehen. Dann eine kleine Lücke hin zu Dominik Engelen. Da geht es dann ja, so um die 13. Position im Moment mal. Man muss ja auch dazu sagen, in diesem Rennen, es ist irgendwie keiner großartig ausgefallen. Also einzig Christopher Cotton Russell, der ist hier letzten Endes nicht ganz so gut zurechtgekommen, aber alle anderen, also von 23, kommen hier 22 ins Ziel, beziehungsweise werden 22 am Ende gewertet werden. Also das ist auch dann, glaube ich, ein richtig schöner Abschluss. Wir werden auch noch hier am Ende des Videos ein paar schöne Bilder haben, wie man das schon seit Jahren traditionell im Yamaha 6 Dunlop Cup feiert, das Saisonende. Und hier nochmal die ersten drei: Antweiler, Buchner, Nekwasil, Marco Nekwasil vom Gerin SKM Team. Er ist ja auch, ja, hat ja auch auf sich aufmerksam gemacht in der Woche vor diesem Rennen hier in Hockenheim, denn da war man ja zusammen mit der Supersportfraktion, also sozusagen mit David Linordner und Teamchef, Teambesitzer Günther Knobloch, war man am Nürburgring im Rahmen der Superbike WM unterwegs. David Linordner dort in der Supersport WM gefahren und einen hervorragenden, sensationellen 8. Platz geholt. Und Marco Nekwasil, er war ähnlich wie auch Marc Buchner in der Stock 600 Europameisterschaft unterwegs gewesen, hat da das Training ein bisschen verpatzt gehabt und ist dann allerdings ein ganz, ganz starkes Rennen gefahren und am Ende auf Position 8, hat dort also wirklich einen fantastischen Job gemacht. Und für Marc Buchner lief es etwas schwieriger dort bei diesem Auftritt im Rahmen der Stock 600. Aber auch er hat da schon gezeigt, dass er gerade natürlich auf dem Nürburgring durchaus in der Lage ist, das Tempo dort mitzugehen. So, hier wieder Klambauer hat es da mal versucht, an Wille Valtonen sich ranzubremsen. Toni Riedel dann davor. Und dann hatten wir noch weiter davor Max Fritsch und Julian Profi, die sich dort im Moment mal um die 7. Position streiten. Also die ersten 6, die sind erstmal weg. Hier 3 Runden vor dem Ende. Und auch ganz, ganz vorne sieht es eigentlich relativ eindeutig aus. Manu Antweiler hat da doch schon einen kleinen Vorsprung. Also wenn er da keinen Fehler macht, sollte hier nichts passieren. So, hier haben wir es. Also Antweiler, Buchner, Nekwasil. Die drei Positionen sind relativ fest. Eine kleine Lücke zu Niki Thuli und Danny Merz. Auch da ist jetzt niemand so wirklich in der Position, dass es dort mal probieren könnte. Also Danny Merz, er ist zwar nicht allzu weit weg, hat sich dann hier eingangs der Sachskurve wieder richtig rangebremst. Also da war der Rückstand gerade viel, viel größer. Philipp von Gunten auch in der Zuschauerrolle. Und hier Julian Puffe gegen Max Fritsch. Julian Puffe vorne, Max Fritsch dahinter. Dann haben wir Toni Riedel und dahinter, das müsste dann Wille Valtonen, Andreas Klambauer und Robert Neubert sind dann dort also unterwegs. Da geht es um die Positionen 7 bis 12. Und hier haben wir Martin Durdig mal im Bild. Ja, aus dem Alp Adria Cup, in den Yamaha R6 Dunlop Cup umgestiegen ist, aber wie gesagt, für ihn alle Strecken relativ neu. Letzte Runde zum letzten Mal ins Motodrom. Wir sehen es, da wird nichts mehr anbrennen. Marc Buchner auf der 2. Position, Marco Nekwasil auf 3, aber der Rennsieg, der wird an Manu Antweiler gehen, der
ebenso eine richtig starke Saison gefahren ist und damit seinen zweiten Saisonsieg hier holen wird. Also 2 von 8 Rennen gewonnen, das ist wirklich eine richtig starke Leistung. Niki Tulli beispielsweise, der hat ja 4 Rennen gewonnen und alle 4 hintereinander, also Nürburgring, dann Red Bull Ring, Assen und Schleiz. Er war nie schlechter als Vierter, der Niki Tulli. Also eine richtig starke Leistung. So, damit ist dieses Rennen dann auch sozusagen fast vorbei. Alain Bonnet haben wir hier nochmal im Bild. Der wird am Ende 17. werden hier beim letzten Auftritt im Yamaha 6 Dunlop Cup in dieser Saison. Und hier haben wir dann dieses Duell. Sebastian Frotscher, der konnte sich am Ende hier doch noch durchsetzen gegen Boris Bergqvist. Also Boris Bergqvist, der war auch gar nicht zufrieden mit diesem Rennen. Sebastian Frotscher hatte richtig Spaß, aber am Ende wird es nur Rang 20 und damit wieder keine Punkte. Vorne, hier haben wir den Gesamtsieger und hier den Laufsieger Manu Antweiler hinter Niki Tulli unterwegs, also nochmal Vollrad hoch. Der Gruß an die Fans jetzt in der Sachskurve und wir, ja, klinken uns dann auch gleich aus. Wir wollen natürlich vorher noch auf das Rennergebnis schauen und auf die Gesamtwertung, klar, aber danach werden wir ja so diesen Saisonabschluss im Yamaha 6 Dunlop Cup nebst Siegerehrung natürlich hier uns nochmal anschauen. Also Manu Antweiler, Marc Buchner, Nekwasil Tulli, Merz auf der 5, von Gunten auf Position 6. Max Fritsch, der hat sich noch den Julian Puffel geholt. Dann Toni Riedel auf der 9, Klambauer, Waldtonen, Neubert, Engelen, Wiederkehr und Zupancic. Das sind die Punkteränge. Zelensky, Bonnet, Durdig, Pfanzels, Frotscher, Bergqvist, Maleki und Christopher Cotton-Russell. Eben am Ende der Einzige, der hier nicht gewertet wird. So, Danny Merz. Der hat natürlich hier viele, viele Bekannte. Er freut sich auch. Hier das Endergebnis. Die ersten 15 im Yamaha 6 Dunlop Cup in diesem Jahr. Also, das war eine schöne Angelegenheit. Wie gesagt, ganz so spannend war es durch die Überlegenheit von Niki Tulli. Am Ende hier irgendwie doch nicht. Tulli, Nekwasil, Buchner, das sind die ersten 3 im Cup in diesem Jahr. Und wir schauen jetzt mal rein hier auf das Feierprozedere im Yamaha R6 Dunlop Cup hier beim Saisonfinale in Hockenheim. Das war's von mir. Vielleicht bis nächstes Jahr. Wir werden da natürlich mal schauen, was wir dort auf die Beine stellen können. Kommen Sie gut über den Winter.